da werden sich manche, die sich ein bisschen mit Musik auskennen, beim ersten Lied an eine Melodie erinnert fühlen und denken, woher kenne ich das bloß? Aber hier verrate ich das nicht. Wer das gerne wissen möchte, der kann nächste Woche auch am Sonntag nach Unterfranstädt kommen zum Kirchenkonzert. Dort erzähle ich dann die ganze Geschichte von Green Hills of Tyrol und von When the Battle is Over. Viel Spaß damit! Sehr schottisch. Highland Game. Highland Game kommt aus dem Schottischen und ist so traditionell einmal im Jahr, stimmt's? Nix. Einmal im Jahr so ein Treffen aller Mitglieder eines Clans, wo dann sowohl schottische Musik gemacht wird, als auch die starken schottischen Männer Steine durch die Gegend werfen und ganze Baumstämme. Thank you.
sehr stolz, so einen tollen Applaus zu hören. Und ich bin so erleichtert, dass alles so wunderbar geklappt hat. Und ich habe jetzt den Eindruck, es sind mehr im Publikum als am Anfang. Dann sage ich das nochmal, das ist eine Band aus Sangerhausen erklärt, da sie ja keinen Dirigenten haben, stehen sie ja ein bisschen im Kreis, weil sie dann sehen, wenn der Pipe Major ein... Wenn der Pipe Major die Startkommandos gibt, damit es losgehen kann. Wenn also jetzt hier ein Herr mit der Körpergröße ungefähr 2,10 Meter, der eine große Mace tragen kann und taktsicher ist, sich berufen fühlt, bei der Band vorzusprechen, wir bräuchten einen, der vorne wegläuft und immer so macht.